Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir begrüßen Sie zu unserer fünften Online-Lesung in der Reihe Kristalle der Hoffnungen. Es ist eine gemeinsame Veranstaltung von der Redaktion der Buchzeitschrift Latenz, der Hans-Meyer-Gesellschaft, dem Online-Portal Leipziger Frauenporträts, der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft, dem Zeitraumort und den Thalheimer Verlag. Irene Scherer und ich, wir wollen Ihnen, euch etwas lesen zur Erinnerung an Anne Frommann aus ihrem Buch Menschlichkeit als Methode. Das Buch ist 2008 erschienen und das Schöne war, als wir sie gefragt haben, ob sie nicht ihre wichtigsten Texte, die sie in ihrer beruflichen und fachlichen Tätigkeit verfasst hat, ob sie die nicht zu Papier bringen will und in einer Publikation zusammenstellen will. Da war sie sehr zögerlich und sagte ganz, man hätte fast schon sagen können, schwäbisch, das sei doch nicht nötig und sie hätte doch bloß drei oder vier Texte. Nachdem wir sie überzeugt hatten, dass es doch sinnvoll wäre, mal überall zu suchen, was kam denn heraus? Es wurden über 500 Seiten. Sie hat dann doch einiges gefunden, was dann zu einer Publikation wurde. Aus diesem Buch Menschlichkeit als Methode wollen wir heute Abend lesen. Vielleicht ist noch wichtig hinzuzufügen, Anne Frommann ist 1927 in Zittau in der Oberlausitz geboren und sie ging nach vielen Stationen dann Anfang der 70er Jahre nach Tübingen an das dortige Institut für Erziehungswissenschaften und gehörte mit zu dem Team, die das neue Fach der Sozialpädagogik überhaupt erst zu Wege gebracht haben. Das war eine enorme Leistung und leider hat die Universität Tübingen später vergessen, sie zu würdigen. Sie hat nur die männlichen Mitglieder dieses damaligen Teams gewürdigt, sie nicht. Das sollte man eigentlich noch nachholen. In ihrer beruflichen Tätigkeit gehörte vor allen Dingen dazu, dass sie in der Internationalen Gesellschaft für Heimerziehung tätig war, denn sie kam aus der Praxis der Heimerziehung und brachte diese Praxiserfahrung mit an die Universität und verarbeitete diese dann in neue sozialpädagogische und wissenschaftliche Konzepte. In der entsprechenden Gesellschaft hat sie dies dann verbreitet und hat dort fachliche Diskurse organisiert. Wir wollen beginnen mit einem Auszug aus dem Vorwort, das sie selbst verfasst hat und wo sie vor allen Dingen ganz liebevoll und freundlich darauf hinweist, dass den Arbeitsplatz, den sie da bekommen hat, dass sie den zuvor erstmal selber erfunden haben musste. Irene liest. Die Zeit durch mich hindurch oder Mikro, durch die Zeit? Mikro. Ich bitte um Entschuldigung, ich beginne nochmal von vorne. Geht die Zeit durch mich hindurch oder gehe ich durch die Zeit? Die Frage muss falsch gestellt sein. Sie verlässt mich nicht, ist aber auch nicht zu beantworten. Also bleibt nur übrig, die Zeit erst einmal als große Autorität anzuerkennen. Ich habe es mit Lebenszeit und mit Berufszeit zu tun. Etwas davon möchte ich gerne denen mitteilen, die gleichzeitig oder später als ich leben und arbeiten. Die Sozialpädagogik als Beruf verbindet sich leicht mit Lebensbetrachtung eigener oder der anderer Menschen. Ist sie doch lebensnah, verlangt Fantasie, Empathie, Neugier und Teilnahme. Sie ist in besonderer Weise ein Menschenberuf. Gleichzeitig mit meinen aktiven Berufsjahren etwa von 1955 bis 1995 hat sich die sozialpädagogische Profession entwickelt. Ich habe meinen Beruf nicht vorgefunden und ergriffen, sondern habe ihn nach dem Studium anderer, wenn auch verwandter Fächer, zusammen mit Freunden und Kollegen, Freundinnen und Kolleginnen aus der Praxis, Lehre und Forschung teilweise erst erfinden oder mindestens ausbauen dürfen. Und das ist noch nicht alles.
Mich erinnernd kann ich an einigen Zeitpunkten kaum unterscheiden, was in diesem oder jenem Augenblick Zeitgeschehen, persönliches Erlebnis und berufliche Bemühung war. Deshalb habe ich mich entschlossen, dem Rat zweier Freunde folgend, hier einige sozialpädagogisch-fachliche und einige biografische Texte aus 45 Jahren zusammen vorzulegen. An einer anderen Stelle des Vorwortes versucht sie zu erläutern und darzulegen, wo sie mit ihren Erfahrungen herkommt. Die Erfahrung des Kalten Krieges nach 1945 und die befreiende Rolle der Studentenbewegung von 1968. Irene liest einen weiteren Auszug aus dem Vorwort. Als ich zum ersten Mal ein Kinderheim betrat, waren die BRD mit Adenauer und die DDR Realität. Das Wirtschaftswunder band im Westen viele Kräfte, unterband aber nahezu ganz die Beschäftigung mit der Katastrophe der Nazizeit. Ich wusste nicht, wie stark diese eigenartig stumpfe Zeit mich beeinflusste. Nur mein seit Kinderjahren festgehaltenes Ziel, Kindern zu helfen, die kein Zuhause haben, trieb mich an und verbot mir einen ruhigen, gründlichen, geisteswissenschaftlichen Bildungsweg. In der Heimerziehung gab es schon seit etwa 1960 Reformbestrebungen und also Menschen, die sich mit schlechten Anstaltstraditionen, Gewaltverhältnissen und beschämender Armutsverwaltung nicht abfinden wollten. Der Fortschritt schien eine Schnecke. Ab und zu erreichte mich aus den Niederlanden, aus England, Italien oder den USA ein Impuls. Zum Beispiel die Nachricht von einer neuen Methode. Oft von Emigranten ausgehend, die nach 1933 Deutschland hatten verlassen müssen. 1968 war deshalb gerade für ungeduldige Reformer ohne Macht ein Signal, das zwar nicht genau so klang, wie ich mir das vorgestellt hatte, das aber Bewegung, Unruhe, Wechsel und Aufbruch brachte oder zumindest möglich machte. Als mir viele Jahre später Erik Erikssons Titel Lebensgeschichte und historischer Augenblick in die Hände kam, musste ich an die Erlebnisse und Erfahrungen nach 1968 denken. Mich traf dieses Ereignis mitten im Beruf und in der Provinz. Andere als Schüler oder Studenten, noch andere als Arbeiter im Lohn und Brot, als Lehrer, Eltern oder vielleicht schon resignierende Bürger einer sich formierenden Gesellschaft. Noch länger dauerte es, bis ich wagte, die Kindheitserinnerungen aus der Nazizeit nicht nur zuzulassen, sondern zu begreifen, dass genau 30 Jahre früher, 1938, als die Judenverfolgung keinen Deckmantel mehr brauchte, dass damals die Mitmenschlichkeit aufgehoben wurde, die jetzt, 1968, als Solidarität und mit heftigen, ja mörderischen Begleiterscheinungen sich zu Wort meldete. Die Sozialpädagogin gab es 1968 noch nicht, wohl aber mehrere Arbeitsfelder und die dazugehörigen Ausbildungen und Arbeitsweisen, so zum Beispiel Kindergärten, behinderte Kinder und ihre Eltern, arme und unfähige Familienverhältnisse, neurotische und psychopathische Menschen, Gefängnisse, Erziehungsheime, Kinderheime, Internate, Jugendgruppen, Volkshochschulen, Jugendämter. Ich breche diese völlig unsystematische Aufzählung hier ab und zähle nicht auf, was es alles noch nicht gab. Seit 1970 begannen die neu begründeten Fachhochschulen und einige Universitäten, Sozialpädagogen auszubilden. Die Ereignisse im Jahre 1968 und in den folgenden Jahren haben viele Menschen erschreckt, andere aufgeweckt. Sozialpädagogen und solche, die es werden sollten, fanden gerade hier die Grundfragen ihrer Praxis überdeutlich, zuweilen karikiert vor. Kompensatorische Erziehung, Demokratisierung von Erziehungseinrichtungen aller Art, Gerechtigkeit für Arme statt Almosen, Überwindung der Etikettierung von Personen und Personengruppen, Auflösung oder zumindest Dezentralisierung von Institutionen, Gruppenarbeit statt Rivalität um jeden Preis, Selbsterkenntnis und Verständnis für die eigene Entwicklung als Grundlage des Verstehens anderer,
Integration der Schatten statt Spaltung. Wenn dieses Programm zugleich Provokation war, so hat es gerade dadurch manches bewirkt. Viele Ziele hat es jedoch nicht erreicht, wie wir heute wissen. Der Sozialstaat und die Kirchen mit den jeweiligen Ämtern und Diensten hatten Impulse aufgenommen und vielleicht zu schnell eingebaut. Die Ausbildungsstätten ermutigten dazu, den Marsch durch die Institutionen anzutreten. Aber bereits 15 Jahre später wurde in Westdeutschland ein anderes Stück gegeben. Der Kalte Krieg, die Blockbildung in Ost und West band Kräfte und verschlang mit der Hochrüstung große Teile der jeweiligen öffentlichen Mittel. Die sogenannten sozialen Bewegungen wurden schwächer, die Regierungen konservativ. Soziale Berufe konzentrierten sich auf den Ausbau und die Festigung des Erreichten, die Reflexion der Praxis und die notwendige Erforschung der Realitäten. Alltag und Lebenswelt, Normalisierung der Hilfsangebote, schließlich sogar Kundenorientierung, spiegelten die Gegenwart, ohne den Anspruch aufzugeben, das Aufwachsen in den gesellschaftlichen Widersprüchen zu unterstützen. Wenn wir in der Demokratie, der besten aller Staatsformen, leben, so müssen wir Junge wie Alte ermächtigen, in ihr zu leben, auch wenn faule Kompromisse und Ungerechtigkeiten fortdauern. Ungefähr so lautete das ungeschriebene sozialpädagogische Grundgesetz. Dann, von niemand vorhergesehen, kam 1989 und der Fall der Mauer. Ich hatte gerade das zeitliche Ende meiner Lehrtätigkeit an der Universität Tübingen erreicht und konnte deshalb einige Jahre in der ehemaligen DDR daran mitwirken, KollegInnen und Studierende zu ermutigen. Das war eine kurze Zeit lang leicht, wurde dann aber immer schwerer. Nach dem Glück über das Ende der eingesperrten Republik kam kein gemeinsamer dritter Weg zustande, sondern ein Anschluss. Bald danach begann die Globalisierung und damit ein neues weltgeschichtliches Kapitel, das wir nicht überblicken können. Es tobten auch neue regionale Kriege, die niemand für möglich gehalten hatte und bei denen Sieger und Besiegte schwer zu unterscheiden sind. Viele von Ihnen, die heute da sind, viele von euch, die heute da sind, haben Anne Frommann persönlich bekannt. Irene und ich waren auch mit ihr lange verbunden. Wir hatten eine gemeinsame Edition der Schriften und Werke Carola Blochs. Und es ist immer eine interessante Sache, nach welchen Kriterien wählt man Texte aus, die man in einer solchen Runde vorlesen kann. Nun könnte man sagen, man macht es thematisch oder man macht es biografisch. Wir haben die Texte danach ausgewählt, dass wir gesagt haben, welche von den Texten erscheinen heute als besonders aktuell oder wo man sagen könnte, Mensch, das hat sie damals schon zu Papier gebracht, das klingt, als ob sie es heute geschrieben hätte. Und in diesem Sinne haben wir Texte ausgewählt und nun beginnen wir mit einem, der das Kind ins Zentrum setzt. Er stammt aus dem Jahre 1998. Nicht nur Kinder werden vor den heutigen Rechnern, vor dem wenig befriedigenden Gedanken heimgesucht, dass sie zu klein sind, um sich mit deren Informationsfülle sinnvoll bereichern zu können. Vielleicht fragen die Niedergeschlagenen dann im Internet nach, wem es ähnlich geht. Das Erkennen der Grenzen dieser künstlichen Gehirne führt bei manchen zu einer neuen Hochschätzung menschlichen Erlebens. Bei anderen überwiegt die bange Frage, ob der Computer auf Dauer mit seiner dienstbaren Rolle zufrieden sein wird, wenn er so weit kommt, seine Überlegenheit zu erkennen über die langsamen und individuell assoziierenden menschlichen Gehirne. Vorläufig unterstützen die elektronischen Denksysteme die Auflösung der Grenzen von Wirklichkeit und verschiedenen Virtualitäten. Sie haben ihre Bytes jederzeit zugänglich und abrufbar bereit. Ihre Formulierungen und Arbeitsvollzüge sind wiederholbar. Die Entstehung ihrer Kombinationen transparent.
Ihr Wissen ist grenzenlos transportierbar. Sie können all das, was Schülern und Schülerinnen jahrelang Mühe macht und das so perfekt, dass Schulen und Lehrerinnen dagegen chancenlos erscheinen. Das Funktionieren, die Technisierung vieler Denkvorgänge ist uns weit überlegen. Daher ist offensichtlich das Bloch'sche Bild vom Menschen als Tierbändiger, Dresseur der Naturkräfte nicht mehr zutreffend. Vielmehr ist eine millionenfach reproduzierbare chinesische Nachtigall entstanden, die, in Anführungszeichen, schöner singt als die lebendige. Deshalb fällt kaum jemanden ein, sich um die nahezu ausgestorbene, natürliche Nachtigall zu kümmern. Nur wenn die Mechanik des künstlichen Vogels hakt, wird der Wunsch laut nach einem noch weniger störanfälligen Modell mit noch weiteren artifiziellen Liedern. Nach Programmen der Abwehr von Todesfurcht werden diese Vögel wohl kaum gefragt werden. Gegenwärtig sieht es so aus, als ob es nur Sachzwänge und Märkte gäbe. Die freie, selbsttätige Arbeit, auf die André Gorz hofft, die Rettung des Humankapitals braucht die besten und modernsten Instrumente, um gegen den rasenden Turbokapitalismus aufzutreten. Ist da die Kommunikationstechnik nicht gerade recht? Aber gilt das auch umgekehrt? Haben der Computer und die Datenautobahn eine Neigung zum demokratisch-sozialistischen Ringen um menschliche Verhältnisse, zum ökologischen Humanismus und seiner Ehrfurcht vor dem Leben und seinem Rhythmus? Darauf gibt es noch keine Antwort. Auch Gewaltfantasten jeder Art, faschistische und rassistische Klüngel, mafiöses Finanzgebaren und jede pure Verrücktheit bedienen sich der technischen Mittel, die ihre eigene Verfügbarkeit nicht denken können. Die Handlungs- und Denkfähigkeit, die den heutigen Herausforderungen in Pädagogik und Politik gewachsen wäre, kommt nicht aus der Technik. Diese hat nur die Gefahren verschärft und daher deutlicher sichtbar gemacht. Sie transportiert jede Nachricht überall hin. Ob wir aber die Nachricht als schadend oder rettend erkennen, entscheidet sich an unserer Fähigkeit, Wirklichkeit und Betrug zu unterscheiden. Im selben Jahr hat sie an dem Thema Kinderträume und technische Entwicklungen weitergedacht, die sich ebenfalls mit der Forderung, Anforderung und Überforderung von Kindern durch neue technische Systeme befassen. Irene liest daraus aus einem Text von 1998. Und der Text befindet sich auf Seite 373 in dem Buch Menschlichkeit als Methode. Wurde gerade der Wunsch geäußert, Welf, dass wir immer die Seitenzahlen dazu mit angeben. Gut. Rhythmisch geht es so am Beginn des menschlich-kreatürlichen Lebens. Körper und Seele erleben ununterscheidbar die Wehen der Geburt, die Fülle und die Leere, die schlimme Verlassenheit und das Gestillte dazugehören. Geist, der sich erst bildet, findet sich vor oder wächst hinein in diesen Prozess des Daseins, Verlangens und Staunens. Jede Selbsttätigkeit des kleinen Kindes innerhalb der rhythmisch bewegten Grenzen von Hell und Dunkel, Müdigkeit und Kraft ist Glück, Bestätigung des Willkommenseins und der künftigen Autonomie. Ich kann das schon. Die großen Aufgaben der Assimilation, der Anverwandlung der Umwelt und Akkommodation, der Anpassung an dieselbe, bilden das Instrument des Ichs, ja, bilden es überhaupt erst aus durch den Rhythmus von Fordern und Gewähren, mit dem der kleine Mensch zu leben lernt. Der Versuch, kindliche Entwicklungsschritte mit Menschheitsgeschichte zu parallelisieren, war nie unbestritten. Magische Phase, mythische Phase, realistische Phase etc. Das ändert jedoch nichts daran, dass tatsächlich jedes Kind in den ersten Lebensjahren in seiner Wahrnehmung,
seinem Verhalten und seinen Spielen an historisch vergangene Zeiten und deren kulturelle Wirklichkeit erinnert. Kinder sind noch nicht auf der Höhe der Zeit. Wie sollten sie auch? Deshalb lässt sich die Grundforderung der Erziehung auch fassen als die nach Zeit und Raum für Entwicklung, nach Schutz vor der Gewalt der Erwachsenenwelt und bildender Anregung. Dies alles ist nicht neu. Aktuell ist die wiederum verschärfte Auseinandersetzung zwischen den Instrumenten und Ausrüstungen gegenwärtiger Technik und den dadurch verursachten Bedingungen kindlichen Lebens. Die Methoden des geistig-seelischen Lernens im Kindesalter, noch gefärbt und getönt von den organismischen Rhythmen, treffen auf Verkehrsmittel und Unterhaltungselektronik, Kommunikationstechnik und ihre Images mit dem ursprünglichen Bedürfnis, sich anzupassen und sich Bedeutsames anzueignen. Die offenbar leichte Bedienung der Apparate verstärkt deren Faszination und zwingt zugleich das Kind, die Gesetzmäßigkeiten der Technik anzuerkennen. Eine Geschichte mit bewegten Bildern im Fernsehen kann nur ablaufen oder abgestellt werden. Nachfragen sind nicht möglich. Die Stimmen sind fremd, die Ästhetik zwingend und unbemerkt in die Innenwelt der kleinen Zuschauer eindringend. Schon zur Kindergartenzeit gehorchen die Wünsche den Gesetzen der Bildermacher. Gibt es keinen grundsätzlichen Unterschied mehr zwischen der Werbung und den Märchen. Die technische Perfektion ist so früh zum Genuss geworden, dass nur wenige Kinder die einfachen Geschichten und Lieder von ihrem nächsten Menschen der Selbstversorgung am Apparat vorziehen. Auch ist die Reihenfolge von Wort und Bild aufgehoben. Es gibt beides gleichzeitig. Die innere eigene Produktion von Bildern wird wenig gebraucht. Im Jahre 1972 ergriff Carola Bloch, ihr Mann Ernst Bloch und viele Pädagoginnen und Pädagogen, Juristinnen und Juristen eine besondere Initiative und gründeten den Verein Hilfe zur Selbsthilfe, der insbesondere ehemaligen Straffälligen helfen sollte, in ein soziales Leben zurückzukehren. In diesem Jahr, jetzt im Jahre 2022, gibt es den Verein immer noch. Er feiert sein 50-jähriges Bestehen. 20 Jahre danach hatte Anne Frommann einen Text über diesen Verein Hilfe zur Selbsthilfe geschrieben und dabei versucht herauszuarbeiten, was da als Besonderes dabei war. Irene liest ihn. Der Text beginnt auf Seite 305. Hilfe zur Selbsthilfe, Prinzip und Programm. Wenn eine soziale Initiative für ihre Aktivitäten, später ihre Institutionen, den Namen Hilfe zur Selbsthilfe wählt, so verpflichtet sie sich einem Prinzip der sozialen Arbeit und macht es zum Programm ihrer Praxis. So geschah es in den Jahren 1971-72, als junge engagierte Juristen und Juristinnen, politisch Interessierte und sozialpädagogisch Tätige sich um Carola Bloch in Tübingen sammelten, um zunächst aus den Gefängnissen Entlassenen, später auch anderen Personengruppen solidarisch beizustehen. Welche Bedeutung hat Hilfe zur Selbsthilfe als Prinzip? Wie wurde sie zum Programm? Hilfe zur Selbsthilfe, was ist eigentlich anderes als das Herzblut sozialer Arbeit? Spätestens seit diese zum weltlichen Beruf wurde, also seit Beginn dieses Jahrhunderts, gemeint ist das 20. Jahrhundert, haben sich Praktiker und nachdenkliche LehrerInnen des Faches darum bemüht, die Hilfe für Benachteiligte aller Art aus ihrer Nähe zur Kontrolle und zur Strafe zu entfernen. Die Macht des Helfenden soll nicht missbraucht werden. Der Anspruch auf adäquate und ausreichende Hilfe soll das Almosenempfangen beenden. Zugleich weist die erstrebte Fachlichkeit des Helfers darauf hin, dass Willkür überwunden und Zufälle vermieden werden müssen. Wenn soziales Leben Gesetzen gehorcht, wenn Armut und Reichtum,
Gesundheit und Krankheit, Begabung und Begrenzung nicht entlang von Schuld und Verdienst in der Bevölkerung verteilt sind, dann liegt im Anspruch auf Hilfe auch notwendige Kompensation, ausgleichende Gerechtigkeit. Anders ausgedrückt, das Sozialstaatsprinzip wird in der so verstandenen Hilfe konkret. Im Richtung weisenden Zur verbindet sich diese Hilfe mit einer Tendenz, gewinnt Richtung. Nicht einfach Hilfe ist notwendig, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Die Zwecksetzung verhindert jede Herabneigung. Die Begrenzung auf ein derartiges Ziel lässt bescheiden werden, stellt sich gegen Omnipotenzansprüche von Helfern und Hilfebedürftigen. Kaum kann eine gefürchtete Überforderung oder Verwöhnung eintreten, weil ja alles der Selbsthilfe zugutekommt, das zur soll Vernunft und Maß anzeigen. Selbsthilfe klingt nach Selbstständigkeit, nach einem Vertrauensvorschuss auf eigene Kräfte und eigenes Wollen, vielleicht auch nach Selbstheilung, nach humanistischen Prämissen für gesellschaftliche Verhältnisse. Die Selbsthilfe macht unabhängig, sobald wie irgend möglich. Wer dazu fähig ist oder wird, sich selbst zu helfen, der muss nicht länger bewahrt oder kollektiv erfasst, nicht eingesperrt und nicht umerzogen werden. Ein vorauseilendes Zutrauen zu den Kräften von Personen und Gruppen steht hinter dem Prinzip. Die Kräfte des jeweiligen Selbst sind groß. Werden die Hindernisse und Mängel beseitigt, so entfalten jene Kräfte sich und führen zu akzeptablen Zielen. Eine Selbsthilfe, die sich schadet oder andere schädigt, ist nicht gemeint. Die Hilfe besteht darin, Selbsthilfe möglich zu machen, allenfalls Irrwege aufzuzeigen, aufzuklären, ein Stück Weg mitzugehen. Dieses Prinzip konnte und kann nur dann zum Programm für eine konkrete Praxis werden, wenn eine günstige Kräftekonstellation gegeben ist. So selbstverständlich die Zielsetzung scheint, ohne besondere Anstrengungen kann sie bei schwer und vielfältig Benachteiligten nicht umgesetzt werden. Eine solch hilfreiche Konstellation, so können wir rückblickend auf die 70er Jahre erkennen, kam etwa folgendermaßen zustande. Die Sozialarbeit hatte seit ca. 1960 zunehmend gespürt, dass hinter der unmittelbaren Nothilfe andere, womöglich anspruchsvollere Aufgaben warten würden. Der tiefe Graben soziologischer und psychologischer Unkenntnis, der in den Jahren der Nazi-Herrschaft aufgerissen worden war, füllte sich langsam. Starke Reformkräfte in verschiedenen Praxisfeldern der Sozialarbeit und Jugendhilfe regten sich, viele Sozialtätige wurden zunehmend ungeduldig. Die Unzufriedenheit mit etlichen Institutionen und mit restaurativen Tendenzen des Staates bereitete eine Kooperation von progressiven Vertretern des sozialen Berufsstandes mit der außerparlamentarischen Opposition der Studenten und politisch aktiven Menschen vor. Das kleine, in Deutschland so seltene Stücklein Anarchismus der Jahre 1968 bis 1975 beflügelte die Fantasie und regte an, unabgegoltene Modelle der jüngeren Vergangenheit zu befragen. Zum Beispiel Bernfeld, Reich, die Jugendbewegung, Korczak, Niel und viele andere. Die Randgruppentheorie der Studentenbewegung und ihrer revolutionären Köpfe erwies sich als falsch und unreif. Kaum, dass die ersten Fürsorgezöglinge aus ihren Heimen befreit waren. Es war alles komplizierter, verhärteter, unübersichtlicher und undurchführbarer, als viele gedacht hatten. Aber die Konstellation aller eben erwähnten Bewegungen und Interessenartikulationen brachte doch einiges zustande. Sie erlaubte neue Modellbildungen im Kleinen und auch in der mittleren Ebene. Bei allem Scheitern von großen Vorhaben, wenn es gelang, aus dem Prinzip ein Programm zu entwickeln, dann lebte und lebt eine Praxis, weil sie verwirklicht, wieder verwirft, nur um wieder neu zu entwerfen. Was ist Hilfe zur Selbsthilfe? Wer braucht sie? Wer leistet sie?
Wozu können sie führen? Diese Fragen sind nach 20 Jahren Hilfe zur Selbsthilfe nicht frisch und jung wie am ersten Tage. Aber sie sind weder beantwortet noch durch bessere überholt worden. Sieben Jahre später hinterfragt Anne Frommann ihre Grundprinzipien, pädagogische Vorsicht und Rücksicht. Ein Text, der auf Seite 381 beginnt. Pädagogisches Tun und Denken antwortet auf die Tatsache der zeitlichen Gestalt menschlichen Lebens, auf Entwicklungen innerhalb gesellschaftlicher Bedingungen. Dieses Tun und Reflektieren ist eine Antwort auf die Anfänge des Neuen und Rücksicht auf den Anspruch der Neuen, die die Welt ungefragt betreten. Nein, das kann man nicht sagen. Die von dieser Welt als Neugeborene zugelassen werden, hilflos und angewiesen auf Stellvertretung auf Jahre hinaus. So gesehen trifft der Erwachsene, der einem Kind sich zuwendet, auf ein pures Potenzial, das jedoch zugleich verschiedenen Gesetzen unterworfen ist. Der betreffende Erwachsene hingegen ist schon geworden und geformt. Er kennt seine Möglichkeiten und die Realität, die er mit anderen teilt. Er hat bereits eine Vergangenheit und sieht seine Zukunft täglich kleiner werden. Vielleicht weiß er sogar von der Unabgegoltenheit oder Unerfülltheit seiner ehemaligen Zukunft in dieser Vergangenheit. Wird er es fertigbringen, von sich abzusehen, wenn er jetzt einen neuen Zeitgenossen begleitet? Kann er offen sein und vermeiden, das Kind mit sich zu verwechseln? Die Fragen haben es in sich. Sie deuten eher auf Rücksicht und Vorsicht, weniger auf erhobene Zeigefinger. Die vergangenen Jahrzehnte haben zunächst der idealistischen Pädagogik mehr als einen Strich durch die hochstilisierte Rechnung gemacht. Nach zwei Weltkriegen und Hitlers erfolgreicher Vernichtung der scheinbar selbstverständlichen abendlichen Humanität war es unmöglich geworden, wieder nur pädagogische Ziele, Didaktik und Methodik zu bedenken. Es ging um das Leben von Kindern, um das Aufwachsen im Widerspruch, um die Voraussetzungen für Bildung, Erziehung und Jugendleben. Soziologische und sozialpolitische Forschungen mussten zuerst beschreiben, was der Fall ist, ehe alte oder neue Forderungen sinnvoll schienen. Das war in den 50er und 60er Jahren der Fall. Ob die biologischen und psychologischen Gesetzmäßigkeiten schon hinreichend bekannt waren oder zunächst hinter der großformatigen Aufklärung zurückstehen mussten, will ich offen lassen. Was ein Kind ist, wie es wächst oder wahrnimmt, worin sich eine Dreijährige von einer Neunjährigen unterscheidet, warum die Nachkriegsgeneration so viel größer, also länger wurde als alle vorherigen, weniger schläft und von ihren Eltern mehr Zuwendung verlangt. Das und vieles andere wusste man eher aus Entwicklungsromanen der Müttergespräche als aus systematischen Beobachtungen. Aber es gab und gibt ein lebhaftes Interesse an solchen Fragen. Je stärker die Älteren unter der Vergangenheit litten oder sie sogar völlig verdrängten, umso genauer wollten sie wissen, was aus Kindern werden könnte. Eriksons Titel Lebensgeschichte und historischer Augenblick stellt einen, in meinen Augen, gelungenen Versuch dar, die Blickwinkel von Kindheitsforschung, politischen und historischen Untersuchungen exemplarisch zusammenzubringen, um dem Individuum gerecht zu werden. Erikson war ein Psychoanalytiker, der Einzelne und ihre jeweilige Geschichte anschaute und dabei Partei nahm für das werdende, sich differenzierende und unterworfene Kind. Was können wir hoffen und was sollen wir tun, fragte sich Anne Frommann im selben Jahr 2000
Und Irene Scherer liest die Antwort auf Seite 381 folgende. Pardon, 386 folgende. Was dürfen wir hoffen und was sollen wir tun? Die Pädagogik scheint mir gegenwärtig die gleichen Fragen zu stellen wie die Gesellschaft, also die Gruppen der verantwortlichen Zeitgenossen. Sie ist ja, wie schon gesagt, auf der Innenseite der Lebensvollzüge angesiedelt und reagiert mehr, als dass sie aktiv gestaltend eingreifen könnte. Sie muss daran interessiert sein, dass Demokratie und Weltgesellschaft verantwortungsvoll handeln und das Prinzip der Stellvertretung für die nächste Generation nicht verletzen oder gar vergessen. Sie, die Pädagogen, hoffen auf neue Attraktivität von Solidarität und Kampf, nicht Krieg, gegen Ungerechtigkeit und Ausbeutung. Sie müssen mitwirken an der Nutzung der intelligenten Medien für eine bessere Planung und für die Schonung der Ressourcen jeder Art. Sie müssen Fantasie hochschätzen und ihr keine Fesseln anlegen. Modelle für bessere Lösungen, die es schon gibt, müssen vervielfältigt und variiert werden. Persönliche Lebensenttäuschungen oder Misserfolge der eigenen Generation sind kein Grund, um der Nächsten die Wege zu verbauen. Im Gegenteil, es ist dringend notwendig, für die Kinder mehr zu wollen als für sich selbst. Nur sollte sich das Mehr nicht im Einfamilienhaus oder dem Direktorenposten erschöpfen. Pädagogik ist immer ein Versuch, dem Gegebenen, sei es von Natur, sei es durch die geschichtlichen Verhältnisse, ein wünschenswertes und mögliches Mehr abzuringen. Das geht aber nur dann, wenn sich Pädagogen reflexiv und kritisch auf die eigene Person beziehen, ohne dabei stehen zu bleiben. Sie haben die Aufgabe, die Welt und ihre Möglichkeiten den Kindern nahe zu bringen. Sie sind Übersetzer dessen, was los ist und was die Kräfte der Jüngeren dringend braucht. Sie können fördern und müssen fordern. Auch umgekehrt trifft der Satz zu. Korczak ist der Pädagoge, der wegen seiner pädagogischen Weisheit und seiner Solidarität mit den Kindern bekannt und gerühmt wurde, wie kein anderer. Er hat die Demokratie in der Kindergemeinschaft erprobt und gestärkt. Er hat die Eigenständigkeit und die Vollkommenheit der kindlichen Unmittelbarkeit gefordert, indem er sie als Dichter pries. Und dann zuletzt ist er mit seinem Kinderheim zusammen von den Nazis ermordet worden. Es gibt zu denken, dass wir einen Pädagogen ehren können und wollen, der das tat, aber demgegenüber schmerzlich diejenigen vermissen, die gerne mit Kindern für Kinder leben wollen. Wir brauchen sie. Wir müssen durch Denken und Handeln den Alltag und die Chancen der Kinder ermöglichen. Sie sind die Advokaten der Zukunft. Als ich selbst Kind war, hatte ich wunderbare Lehrer und Lehrerinnen. Aber es gab auch einen, der im Griechischunterricht die Mitschüler, die ihre Vokabeln nicht gelernt hatten, vor das Hitlerblindbild stellte und dann schrie: Kannst du dem Führer in die Augen sehen? Das war falsch und schädlich und wir versuchten uns innerlich gegen diesen Übergriff zu wappnen. Als meine Kinder zur Schule gingen, wurde gerade das Verhältnis von Begabung und Lernen unter Pädagogen heftig diskutiert und im Zusammenhang damit der restringierte und der elaborierte Code, durch den sich die Kinder der Arbeiterschicht von den bürgerlich Gebildeten unterscheiden sollten, diskutiert. Ein Deutschlehrer benutzte den Unterricht, um entsprechende Experimente mit den Kindern anzustellen. Er fragte zum Beispiel: Was ist ein Elefant? Um dann die Antworten schichtspezifisch einzuordnen. Die Kinder waren wütend und fühlten sich missbraucht. Da hatten sie bestimmt recht. Beide Male war Ideologie im Spiel. Beide Male hat der Pädagoge seine Macht benutzt, um etwas durchzusetzen, was ihm, aber nicht den Kindern wichtig war. Und gerade das hätte der jeweilige Pädagoge keinesfalls zugegeben. Es fehlten Vorsicht und Rücksicht. Die Mahnung muss also heißen, nicht nur das eigene Tun und Lassen zu reflektieren, sondern auch die Definitionen des Kindeswohls kritisch zu prüfen.
Spätestens jetzt, so hoffe ich, ist klar geworden, dass die Pädagogik des letzten Jahrhunderts weite Strecken zurückgelegt hat, aber allen Grund hat, unzufrieden zu sein mit dem Erreichten. Sie hat mit den Wölfen geheult, aber eben auch Tendenzen aufgenommen, die neue und bessere Horizonte eröffneten. Ihre Ziele haben sich verändert. Sie ist heute mehr denn je dem Leben und den Entwürfen kindlicher Zukünfte verpflichtet. Sie übt und sie braucht Vorsicht und Rücksicht. Blochs Philosophie ist in der gegenwärtigen pädagogischen Diskussion weit voraus. Seine Enzyklopädie der menschlichen Hoffnungsinhalte kann und muss ihr vorleuchten. Erziehung ist ja nichts weiter als ein Handeln auf Hoffnung hin. Aber ausgeführt, durchstabiert ist das noch lange nicht. Bloch fand seinerseits Praxis und Theorie der Pädagogik wenig diskutabel. Ihre schwarzen Seiten hatte er selbst erlitten. Ihre Entwürfe erschienen ihm subaltern. Auf weite Strecken fällt sie einfach in seinem Werk, das selber eine antipädagogische Erziehungskunst genannt werden könnte. Nicht nur für Kinder. Als eine docta spes, eine unterrichtete oder erzogene Hoffnung, ist Pädagogik erst in Umrissen oder als Entwurf sichtbar. Die Fahrpläne dieser Utopie sind noch ganz vorläufig. Die Fahrgäste aber sind schon da und warten ungeduldig auf den Bahnsteig. Wir hatten zu Anfang gesagt, dass wir Texte aus dem Buch von Anne Frommann ausgewählt haben, von denen wir sehen, dass sie bis heute wirken. Es gibt einen Text, der ist aus dem Jahre 1984, der eine ungewohnte Aktualität bekommen hat durch das, was im Augenblick russische Truppen in der Ukraine anstellen. Der Text heißt Friedenserziehung als Interaktion, Seite 454. Nachdenken darf ich, ruhig im Zimmer sitzend, gesättigt und gekleidet, im Frieden. Keinen Blick in eine Zeitung darf ich tun, ohne dass bedrohlich die Außenseite der Welt auf mich zukommt. Und außer einem schmalen Lichtstreifen ist die Geschichte immer finster, finster von Rauch und Trümmern, dick von geronnenem Blut, ein sich langsam perfektionierenden Schlachthaus, zum Schluss rapide zunehmend an Gelehrsamkeit, quasi naturgesetzlich böse, quasi zwangsläufig gewalttätig. Ein anderes Bild. Ich sehe vor mir den jeweiligen Sieger, besiegt vom noch Stärkeren. Wo nehmen wir nur die Fähigkeit in uns her, adäquat zu trauern, Schmerz zu empfinden über die Wirklichkeit, auf deren Schultern wir gut ernährt stehen und in der wir unseren Lebensgeschichten nachgehen? Kann es etwas anderes sein als Abwehr, Verdrängung und Panzerung, was uns erlaubt, Kinder zu haben und mit ihnen zu leben, Liebe zu üben, Wissenschaft, Kunst, Eingedenken zu betreiben? Sind wir unfähig, die ganze Wahrheit zu ertragen und kompensieren wir deshalb die Grausamkeit und Skrupellosigkeit, die lineare Überwältigung der Natur und das hybride Bauen auf den Sieg über die Feinde mit Ordnung, Schmuck, Systematik und Ideologie? Ich sitze und schreibe also von innen nach außen. Ich schreibe nach der erlaubten Verarbeitung von Erlebtem und Bewegtem, auch einer Innensicht. Ich schreibe über die soziale Innenseite unseres Kampfes um Leben, aber diese Innenseite, Erziehung oder Bewegung, das heißt Interaktion der Menschen in kleinen, überschaubaren Räumen, steht der Außenseite des Friedensringens nicht gegenüber. Das ist einer Innenseite unmöglich. Sie ist eher innen, nicht nur innen. Sie steht in Bezug zur Außenseite, deren Innenseite sie ist, wie auch umgekehrt. Wenn Kampf und Sorglichkeit
sich heute in der Friedensarbeit aufeinander beziehen, dann hilft mir das zur Überwindung von Halbheit und Schwäche. Auch wenn mein Teil die Radikalisierung des friedensschaffenden Umgangs der Interaktion ist, so ist dies zusammen zu sehen mit dem Widerstand und dem Widerstreben nach außen gegen Unerträgliches von oben, außen und innen. Der Durchgang durch mich als Subjekt im Sinne von Unterworfener und Selbstständiger zugleich erlaubt mir keine Trennung und keine gegenseitige Beschwichtigung von Pädagogik und Politik. Dieser Durchgang hebt die Trennung von Pädagogik und Politik auf, jedenfalls insoweit, als die Perspektiven oder Ziele verglichen und aneinander kritisiert werden können. Die zentralen menschlichen Angelegenheiten sind immer Politik, aber auch immer Interaktion. So kam ich zu meinem Thema, mit dem ich angesichts der politischen und mitmenschlichen Wirklichkeit beitragen möchte zur Arbeits- und Liebes- und Kampfbefähigung. Das Wort Interaktion war auch einer der Schlüsselbegriffe von Anne Frohmanns Tätigkeit. Schon im Jahre 1984 nutzte sie den Begriff der Interaktion, um damit die Verbindung zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit herzustellen. Wir schließen unsere kleine Lesung mit einem Text zum Thema Interaktion mit Umwelt, den Irene vorliest. Seite 459. Interaktion mit der Umwelt. Wir wissen nicht, welche Gefahr noch größer ist, die rüstungstechnische oder die ökologische. Vor lauter Entsetzen und Scham möchten wir davonlaufen vor Betonwüsten, sterbenden Bäumen, Schadstoffen in Milch und Salat. Aber wo sollen wir denn hin? Zu den Raketen oder zu den Hungernden, denen Entwicklungshilfe noch nicht zu unserem entwickelten Zustand verholfen hat? Aufs Land, in die Berge, auf eine Insel, wieder zurück in den Berufsalltag? Wir haben den tierbändiger Standpunkt gegenüber der Natur so viele Generationen hindurch gelehrt und gelernt, dass wir nun zusammen mit den Jüngeren Anfänger in der ökologischen Lektion sind. Nicht, dass wir die Richtung nicht wüssten. Einiges wissen wir genau, so zum Beispiel die Grenze des Erlaubten, die Übertretungen. Wir kennen die vielen Gesichter der Hybris, Wasser, Dünger, Vergeudung, neben denen sich die Vogelfängerei und die Jagd früherer Jahre ganz harmlos ausnehmen. Wir entschuldigen uns. Es ist ja die Technik, die sich dazwischen geschoben hat, die uns die Ausbeutung abnimmt. Die Programmierung hat das Bewusstsein ausgeschaltet, die Fantasie hat resigniert vor der Wiedergutmachung, vor den Alternativen. Dieselbe Fantasie, die lebendig war, als Ausbeutung und Fortschritt glänzten. Wir wollten so lange siegen, vorwärts kommen, also nicht interagieren. Und wenige, zu wenige erst, stimmen mit dem tiefen Wunsch von Christa Wolf überein. Jetzt folgt ein Zitat von Christa Wolf. Wenn ihr aufhören könnt zu siegen, wird diese eure Stadt bestehen. Das alte Wort, macht euch die Erde untertan, haben wir bisher befolgt. Ein einseitiges Herrenwort. Und Friedenserziehung kann nur heißen, in der Interaktion mit unserer Umwelt weniger zu herrschen. Die Untertänin Natur zu erkennen als unsere Mutter. Die Wirklichkeit des Alltags zu erkennen als den Stoff unserer Gedanken, als das Vorbild für Krieg oder für Frieden. Nicht, dass wir keine großen oder kleinen Vorbilder hätten. Es fehlt nur das Zerreißen des Schleiers zwischen unserer Scheinwelt der Größe und Sicherheit und dem Erkennen der Wirklichkeit, und das heißt Interdependenz oder auch Teilhabe an der Natur, an allem, was lebt, mit dem wir tausendfach durch Nabelschnüre verbunden sind. Auf die Dauer kann das Teil nicht das Ganze kontrollieren und nur ein Einschwingen in den Takt des Ganzen, den wir nicht schlagen, erlaubt Bewegung.
Wir haben eine kleine Auswahl der rund 500-seitig umfassenden Texte von Anne Frommann ausgewählt. Wir glauben, dass dort so viel Gedanken, Anregungen, Stoff drin sind, die durchaus immer noch aktuell sind. Und wir haben mit Anne Frommann als Thalhammer Verlag viele Jahre zusammengearbeitet. Es war eine Editionsgemeinschaft. Gemeinsam haben wir die Texte, Briefe und Schriften Carola Blochs herausgegeben. Und wir hatten Anne Frommann der Jury in Ludwigshafen zur Verleihung des Ernst-Bloch-Preises vorgeschlagen. Doch das Männergremium gab den Preis einem Mann. Es hat uns zwar nicht überrascht, aber es war bedauerlich. Anne Frommann hätte es verdient. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Zuhören, für euer Zuhören. Und vielleicht finden wir jetzt noch ein paar Worte im Gespräch.